Und jetzt setzen wir fort. Noch immer sind wir bei der Relativistik und ein bisschen wird uns das noch beschäftigen. Sie erinnern sich sicher daran, dass wir gestern über die Galilei-Transformation und dann auch über die Lorentz-Transformation gesprochen haben. Und insbesondere haben wir bei der Galilei-Transformation da so ein Diagramm gezeigt mit zwei so Systemen, Koordinatensystemen, wo das Rote sich da relativ zu dem Blauen bewegt und natürlich auch umgekehrt. Das eine mit der Geschwindigkeit v und aus der Sicht des anderen mit der Geschwindigkeit minus v. Und ich habe aber schon gesagt, irgendwie genannt, ganz so kann das wohl nicht bleiben bei der Lorentz-Transformation, die wir dann besprochen haben, weil die also keinen so unmittelbar anschaulichen Zugang ermöglicht, sonst kommt man ja wieder zur Galilei-Transformation zurück. Und genau dieses Thema wollen wir uns jetzt vornehmen und uns im Wesentlichen anschauen, wie es also denn nun mit den Koordinatensystemen ausschaut, wenn man die Lorentz-Transformation betrachtet. Und da werden Sie also dann sehen, man kommt da schon zu etwas anderen Darstellungen, und das zeigt dann auch sehr deutlich, wo also die wesentlichen Unterschiede zwischen der Sichtweise der klassischen Mechanik und der Relativitätsmechanik liegen. Also in dem weiteren Unterabschnitt hier wollen wir uns über Raum-Zeit-Diagramme unterhalten. Also jetzt sprechen wir über Raum-Zeit-Diagramme. Und warum also jetzt Raum-Zeit-Diagramme? Die gerade gezeigten Diagramme von der Galilei-Transformation, das sind nur räumliche Diagramme. Na logisch, weil in der klassischen Mechanik die Zeit ja irgendwie gar nicht so richtig in Erscheinung tritt, ist eh überall das Gleiche. Also wozu soll man die in ein Diagramm einzeichnen? Daher alles nur dreidimensional und da entwickelt sich halt alles, naja, im Laufe der Zeit, was sonst. Aber jetzt wissen wir also schon, mit der Zeit hat es also auch was auf sich. Und in der Lorentz-Transformation zeigt sich ja, dass die Zeitkoordinate mit einbezogen werden muss, weil sich die Zeit auch ändert beim Transformieren. Und deswegen ist es sehr wichtig, die Zeit in diese grafischen Darstellungen mit hineinzunehmen. Das heißt letztlich, eine Dimension hinzuzufügen, statt des dreidimensionalen Raums einen vierdimensionalen Raum. Na, den kann man sich aber nicht vorstellen. Dafür ist unser Vorstellungsvermögen nicht ausgelegt. Und daher muss man also, damit man sich also doch irgendwie das grafisch vor Augen führen kann, einen Ausschnitt nur aussuchen aus einem solchen vierdimensionalen Raum. Und da suchen wir uns halt einen zweidimensionalen Ausschnitt aus in der Tafelebene, nicht? Und zwar einen XT-Ausschnitt. Also wir werden also zunächst einmal, damit man hier einen Anhaltspunkt kriegt, noch einmal kurz die Galilei-Transformation betrachten. Aber jetzt mit einer Darstellung nicht XY, sondern XT. An sich auch nichts sehr Ungewöhnliches, aber wir haben es halt vorher noch nicht so besprochen gehabt. X und T. Also das ist ja auch eine Möglichkeit der Darstellung. Und das X halt in Metern und das T halt in Sekunden, wie man das halt so typischerweise für so Alltagsphänomene macht. Und da haben wir ja da meinetwegen da 1, 2, 3 Meter und 1, 2, 3 Sekunden hier angeben. So wird dieses Diagramm da ausschauen. Und wenn man also da jetzt irgendeinen Körper betrachtet, der sich bewegt, dann ist es so, dass sich das hier darstellt als eine Linie.
die geht also da irgendwie, sagen wir, durch den Ursprung da durch und bewegt sich da so durch diesen XT-Bereich durch. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt weiß man, wo der Körper sich befindet. Also meinetwegen, so ähnlich kann man Fahrpläne von Zügen darstellen. Wenn dann auf der Abszisse steht Wien, Linz, Salzburg und auf der Ordinate die Uhrzeiten, wann die Züge dort überall sind, na dann sind diese Kurven, die sich da ergeben, dann eben solche Linien. Und wir nennen solche Linien etwas hochtrabend eine Weltlinie. Eine Weltlinie für die Bewegung des jeweiligen Körpers, um den es geht. Also bei so grafischen Fahrplänen hat man dann in der Terminologie lauter Weltlinien von den einzelnen Zügen, die da unterwegs sind. Naja, und dann, damit wird also ein Bewegungsablauf grafisch dargestellt. Und wesentlich ist jetzt natürlich, dass einem auch klar ist, was die Achsen hier bedeuten, weil wir das fürs Weitere brauchen werden. Also die T-Achse, die da so senkrecht eingezeichnet ist, das ist natürlich die Weltlinie des Koordinatenursprungs. Weil da sitzt man ständig da hier im Ursprung und die Zeit verstreicht und der Ursprung ist nach wie vor der Ursprung. Also die T-Achse ist die Weltlinie des Koordinatenursprunges. Und was wird wohl die Gleichung dieser Weltlinie sein? Naja, x gleich 0. X gleich 0 ist die Weltlinie des Koordinatenursprungs. Ja, und die X-Achse, was ist denn das? Ja, das ist natürlich die Achse, wo alle zur Zeit t gleich 0 gleichzeitigen Ereignisse stattfinden. Sehen Sie, da kommt schon wieder unser Zauberwort vor. Nicht? Aber jetzt sind wir ja zunächst einmal noch bei der Galilei-Transformation. Da ist ja alles noch normal, sozusagen. Also, das sind die zur Zeit t gleich 0 gleichzeitigen Ereignisse. Und die haben natürlich dann auch eine Gleichung, und zwar na klarerweise eben t gleich 0. Also das ist ja total trivial, ich brauche nicht viel mehr darüber reden, aber dieses Wort gleichzeitig, das wollte ich also jetzt schon auch in den Mund nehmen, damit Sie sehen, auf das muss man also aufpassen. Naja, und jetzt wollen wir aber auf ein bewegtes Bezugssystem transformieren. Also wir haben dann ein zweites Bezugssystem. Na, gehen wir auf die nächste Tafel. Auch bewegtes Bezugssystem. Da bewegt sich also insbesondere natürlich der Ursprung des bewegten Systems I' relativ zu dem ursprünglichen. Und da werden wir uns natürlich, bevor ich das jetzt aufzeichne, einmal überlegen, wie wird denn das also ausschauen? Naja, also wie wird die T-Achse ausschauen? Legen wir uns vielleicht auch die Galilei-Transformation noch einmal auf, da hier, wir haben es ja. Da haben wir die Galilei-Transformation noch einmal so aufgeschrieben, wie wir es gestern schon hatten. Also die T-Achse ist natürlich die jetzt, wo dann entsprechend x'
gleich 0 ist. So wie die t-Achse die ist, wo x gleich 0 ist. Na und wenn x' gleich 0 ist, schauen wir das gleich da an. Wenn also x' gleich 0 ist, dann ist x gleich v mal t. Wenn x' gleich 0 ist, dann ist x gleich v mal t. Und wenn x gleich v mal t ist, dann ist t gleich 1 durch v mal x. T ist gleich 1 durch v mal x. Das ist die Gleichung für die t-Achse. Naja, und für die x-Achse, da haben wir dann wieder das von hier zu nehmen, ist dann t' gleich 0. Na, wenn t' gleich 0 ist, dann folgt daraus, ich gehe jetzt eigentlich noch einmal her, obwohl es trivial ist, t' gleich 0 ist, ist auch t gleich 0. Wir sind ja bei der Galilei-Transformation. Also haben wir t ist gleich 0. Naja, wie wird das also jetzt aussehen? Zeichnen wir das noch einmal auf. Zunächst einmal, das System t in Sekunden gegen x in Metern. Da machen wir also wieder 1, 2, 3, 1, 2, 3. In dieser Skalierung. Und jetzt nehmen wir als Beispiel an, eine Geschwindigkeit v, etwas, was also im Alltagsleben ganz normal ist, zum Beispiel 0,5 Meter pro Sekunde. Also mit einem halben Meter pro Sekunde bewege sich jetzt das bewegte Bezugssystem relativ zu dem ursprünglichen Bezugssystem, also das System I' relativ zu dem System I. Na, was bedeutet das? Schauen wir also die T-Achse an. Wenn wir also da jetzt sagen, die T-Achse, das ist die, wo T gleich 1 durch V mal X ist, ja, dann ist 1 durch V, ist ja 1 durch 0,5 ist 2, also ist T gleich 2 mal X. Also zum Beispiel, wenn X gleich 1 Meter ist, dann ist t 2 mal 1 gleich 2 Sekunden und wir haben insgesamt dann hier die t-Achse. Und wie schaut es aus mit der x-Achse? Da ist t gleich 0, aber wenn t gleich 0 ist, liegt die so. Also, so schauen diese zwei Koordinatensysteme aus. Ich zeichne das nochmal ein, dass man beide nebeneinander sieht. Was also passiert? Es kippt die T-Achse und wird eine T-Achse. Das kommt Ihnen jetzt vielleicht komisch vor. Wieso? Aber das ist völlig in Übereinstimmung mit der Anschauung, weil bei diesem bewegten Bezugssystem bewegt sich ja eben der Ursprung relativ zu dem unbewegten System XY, also XT hier. Und das bedeutet, dieses T' ist natürlich entsprechend die Weltlinie des Koordinatenursprungs im System I'. Naja, der Koordinatenursprung im bewegten System bewegt sich mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und das bedeutet, dass das hier die Weltlinie des Koordinatenursprungs des rot eingezeichneten Systems ist. Noch einfacher, klar, glaube ich, zu erklären, denken Sie sich einen Zug, der mit konstanter Geschwindigkeit von Wien nach Salzburg unterwegs ist. Dann verbinden Sie mit diesem Zug ebenfalls ein Bezugssystem, wo es, wenn Sie mitfahren mit dem Zug, ist das Ihr Bezugssystem. Und dann, das wäre dann also so ein bewegtes Bezugssystem, relativ zu dem Bezugssystem des Gleiskörpers, auf dem der Zug fährt.
Und dann wird also diese T-Achse einfach die Weltlinie des Zuges sein. Na, das bedeutet, dass sich der Zug eben so ähnlich wie da mit einer Welt in einer geradlinigen Weltlinie da hinaus bewegt, weil er ja mit konstanter Geschwindigkeit fährt. Wir sprechen ja von Inertialsystemen. Ja? Wer hat dazu eine Frage? Ist irgendjemandem unter Ihnen das unklar, wieso da diese T-Achse kippt? Sagen Sie es. Es ist wirklich wichtig, dass Sie das gut verstehen. Bitte. Die Weltlinie ist die Weltlinie des Zuges in Bezug auf das System XT. Das heißt, der Zug fährt auf dem Gleiskörper, bewegt sich relativ zu dem Gleiskörper, das ist das System I, ist das System des Gleiskörpers, und der Zug ist das bewegte Bezugssystem, und der Zug bewegt sich relativ zu dem System I, ist also das System I'. Und diese gekippte Achse ist die Weltlinie des Zuges in Bezug auf den Gleiskörper. Und der Zug, den nehmen wir heute als Ursprung des bewegten Bezugssystems. Verstehen Sie das? Noch irgendwelche Fragen? Weil da kommt jetzt erstmals das vor, dass bei einem so XT-Diagramm eine Achse kippt. Nur weil man also eine Transformation auf ein bewegtes Bezugssystem durchführt. Die Weltlinie ist die Menge aller Punkte, wo sich ein bewegter Körper aufhält. Also wenn in diesem System XT, das ist also jetzt, sagen wir mal, das ruhende System des Gleiskörpers, wenn wir bitte im Bild mit dem Zug bleiben. Wenn das so ist, dann ist die Weltlinie halt die Darstellung der Bewegung eines Zuges, während er von Wien über Linz nach Salzburg unterwegs ist. In Wien ist er zurzeit 0. In Linz ist er zurzeit 1 und in Salzburg ist er zurzeit 3. Diese Weltlinie beschreibt die Bewegung des Zuges. In Wirklichkeit bleibt er aber zwischendurch stehen. Also zum Beispiel, wenn er dann in Salzburg angekommen ist, steht er ein bisschen. Da vergeht die Zeit, da können die Leute ein- und aussteigen. Also das mache ich jetzt, um das mit dem Zug besser zu illustrieren. Aber wollten wir ja nicht ausschließlich auf Züge beschränken. Aber wenn der also da jetzt fährt, dann müsste er da mal anfahren. Und dann kommt der also da irgendwann nach Salzburg, da steht er eine Zeit lang. Bleibt er da. Die Zeit verstreicht, dann fährt er wieder weiter. Dann kommt, also da in Linz, in Salzburg bleibt er wieder stehen. Dann fährt er wieder weiter. Das ist die Weltlinie des Zuges. Am Weg von Wien über Linz nach Salzburg und da hat er überall Stationen, da verstreicht er ein bisschen Zeit, während er in der Station stehen bleibt und dann geht es wieder weiter. Das versteht man unter der Weltlinie. Damit wird ein Bewegungsablauf grafisch dargestellt. Das ist also praktisch ein grafischer Zugsfahrplan. Verständlich? Bitte. Naja, das bewegte Bezugssystem, das ist noch nicht relativistisch jetzt, das kommt jetzt erst. Wir reden nur von dem klassischen System der Galilei-Transformation. Wir denken gar nicht darüber nach, dass es da eine Zeitdilatation geben kann. Wir sagen, t ist gleich t'. Das haben wir ja da hier so verwendet. T gleich 0, dann t' gleich 0. Und die Kippung dieser T-Achse bedeutet, dass in diesem bewegten Bezugssystem I' der Ursprung insbesondere sich relativ zu dem unbewegten System I ja bewegt. Also wenn Sie das System I' mit einem gleichförmig dahinfahrenden Zug verknüpfen, dann ist der Zug ruhend im System I'.
Aber das System I' bewegt sich relativ zu dem System I des Bahnsteiges. Und daher wird der Ursprung des Systems I' diese Weltlinie durchlaufen. Das ist mit fortschreitender Zeit die Fortbewegung des Ursprungs dieses Systems I' längs der X-Achse. Ganz einfach, da ist überhaupt nichts Ungewöhnliches dran. Das geht gar nicht anders. Wenn Sie das andere System heute bewegen relativ zu dem ursprünglichen, dann muss sich insbesondere der Ursprung auch bewegen und die T-Achse ist die Weltlinie des Koordinatenursprunges, weil da bleibt ja ständig das x gleich 0 und das t läuft hinauf. Das ist dann so ein schiefwinkeliges Koordinatensystem, was sich hier ergibt. Das sind die zwei Koordinatenachsen. Bei dem rechtwinkelig eingezeichneten sind es halt so kartesische Koordinaten, aber wenn Sie jetzt das zweite System I', das da rot eingezeichnet ist, bewegen, relativ zum ursprünglichen, muss diese Achse kippen, weil die T-Achse ja stets die Achse ist, wo x gleich 0 ist, die T-Achse ist x' gleich 0. Das ist dort, wo der Ursprung immer sitzt, in dem jeweiligen System. Also zum Beispiel eben, wo der Zug gerade fährt, mit dem das ganze System verbunden ist. Und dieser Ursprung bewegt sich aus zum Zeit t gleich 0 gleichen Punkt aus, jetzt so weg, weil er im Lauf der Zeit sich ja bezüglich des ursprünglichen Systems weiter bewegt. Verstehen Sie? Das kann gar nicht anders sein. Das hat überhaupt nichts Geheimnisvolles und schon gar nichts Relativistisches an sich. Gar keine Spur von relativistisch. Das will ich nur jetzt anschließen dann, wenn wir es jetzt mit der Lorentz-Transformation machen und dieselben einfachen Schritte wieder durchgehen, aber jetzt mit der anderen Transformation, nicht mit der, sondern mit der anderen und schauen, was das dann ändert. Aber das ist also, diese Kippung der T-Achse ist nichts Ungewöhnliches, sondern stellt schlicht und einfach dar, dass sich dieses System I' relativ zu I bewegt, dass der Bewegungsablauf des Ursprunges durch diese Linie dargestellt wird. Und diese Linie als T-Achse ist eben die Weltlinie des Ursprungs O', so wie T die Weltlinie des Ursprungs O ist. Bitte. Naja, da mit der Skalierung muss man aufpassen. Das möchte ich also da jetzt in dem Fall, klassisch ist es ganz klar, aber bei dem im relativistischen Fall muss man sich das genauer anschauen. Wollen wir die Skalierung jetzt gerade nicht in den Vordergrund stellen, aber Sie haben schon recht, wie hier der Ort sich ausbreitet und die Zeit da, haben Sie da Weltpunkte, die durch dieses Diagramm so dargestellt sind. Ja? Nicht, dass Sie es schon... Das ist wichtig, dass Sie das gut verstehen, sonst wird das andere jetzt total unübersichtlich. Ich bin noch nicht fertig mit dem Diagramm. Es ist noch was Zweites. Ja? Bitte. Genau. Je schneller sich das System I' bewegt, desto größer wird da das V und das 1 durch V wird immer kleiner. Das heißt, die T-Werte bei bestimmten X werden immer kleiner, aber bleiben natürlich immer positiv. Weil V kann höchstens gegen unendlich gehen. Dann geht 1 durch V gegen 0, dann legt sich die Achse mehr und mehr da herunter. Aber letzten Endes werden Sie sich dann da auch eine andere Skalierung aussuchen und dann können Sie es wieder aufstellen. Bitte. Angenommen, die solidische Metapher mit dem System T-X und die zwei stehen jetzt orthogonal aufeinander und wenn es dann so wird, dass ich von T-X auf T und X wäre. Jetzt dann das ist überhaupt nicht gesagt, dass das erste unbedingt rechtwinklig sein muss, aber irgendwie fängt man halt an. Es sind immer Parallelkoordinatensysteme, um die es da geht. Ja? Okay.
Natürlich, wenn die Geschwindigkeit in der Gegenrichtung geht, dann ist das V ja negativ. Dann ist 1 durch V auch negativ. Dann liegt das, wenn das in der anderen Richtung sich bewegt, dann liegt das Rote auch schon da herüber zu. Und es ist ja auch völlig klar, wenn sich das System I', das Rote, relativ zu I, dem Weißen, in der Anrichtung bewegt, dann ist umgekehrt, dass das System I zum System I' sich in der Gegenrichtung bewegt. Die übliche Geschichte, wenn also der Zug sich relativ zum Bahnkörper in der Richtung bewegt, dann ist aus dem Zug gesehen, dass der Bahnkörper sich in der Gegenrichtung bewegt. Da glaubt man immer, dass das so kompliziert ist, das ist ja total selbstverständlich. Wenn der Zug also in der Richtung rausfährt und Sie sitzen drin, dann ist für Sie die Landschaft in der Gegenrichtung. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Das ist ja völlig selbstverständlich. Und dem entspricht, wenn das beim Übergang von einem zum anderen kippt es so, und wenn Sie jetzt umgekehrt von dem zu dem gehen, kippt es wieder zurück. Weil da ist dann das V negativ. Weil ja aus der Sicht des anderen das erste wieder negative Geschwindigkeitskomponente hat. Ja? Habe ich Sie jetzt am Ende verwirrt damit? Nein, das hoffe ich nicht. Sehen Sie, was dieses Kippen von einer Achse für Probleme auslösen kann. Naja, aber die andere Achse, die ist anders. Die kippt nicht. Warum tut sie das nicht? Ja, weil T gleich T' ist. Das heißt, wenn Sie also die X-Achse bestimmen werden wollen, das sind die zurzeit T gleichzeitigen Ereignisse, die sind aber in der klassischen Physik für alle Systeme gleichzeitig. Kommt doch gar nicht auf die Idee, dass nicht so sein soll. Steht ja da, T ist T' ist gleich T. Das heißt, diese X-Achse ist die Achse, der zurzeit T gleich 0 oder T' gleich 0 gleichzeitigen Ereignisse. Alle diese Ereignisse, also zum Beispiel da ein Ereignis E und da herüben ein anderes Ereignis E Schlange, die sind gleichzeitig. Und die bleiben auch gleichzeitig, wenn man von dem I auf das System I' übergeht. Weil die Achse ja nach wie vor da liegt und kann nicht anders liegen, weil T gleich T' sein muss. Verstehen Sie? Niemand kommt auf die Idee, dass die anders liegen soll. Weil dann passt das ja nicht mehr, dass die Ereignisse gleichzeitig sind. Aber Sie schnuppern vielleicht jetzt schon, dass das also jetzt, wenn man das relativistisch anschaut, anders werden könnte, weil wir ja schon gesehen haben, und das ist ja der eigentliche Knackpunkt der ganzen Angelegenheit, dass eben sich aus diesen Überlegungen zur Relativitätsmechanik als erstes einmal gleich ergeben hat, dass der Begriff der absoluten Gleichzeitigkeit aufgegeben werden muss. Dass wenn in einem System zwei Ereignisse gleich, die an verschiedenen Orten sind, die sind da an verschiedenen Orten, das ist x gleich 0, das ist x gleich 3,5, in verschiedenen Orten sind, in einem System gleichzeitig sind, im anderen nicht. Während hier sind die in jedem Inertialsystem gleichzeitig, weil gar niemand denkt auch noch, dass das nicht so sein könnte. Ist doch eh klar, das typische eh klar, was wir da schon wieder einmal haben. Ne? Sind wir drüber hinweg? Und zwar verständnismäßig okay. Das war Galilei-Transformation. Jetzt schauen wir uns die Geschichte in der Lorentz-Transformation an. Na, da müssen wir natürlich einmal, damit wir auf irgendwas Vernünftiges kommen und das gut zeichnen können, die Achsen ein bisschen anders skalieren. Weil da haben wir es natürlich notgedrungen mit größeren Geschwindigkeiten zu tun. Dass man da nach wie vor mit so einer Geschwindigkeit, wie zum Beispiel in dem Beispiel da 0,5 Meter pro Sekunde ausgeht, da wird sich nicht viel tun. Da wird das V durch C oder das V Quadrat durch C Quadrat so winzig sein, dass das nicht einmal in einer Strichstärke irgendwo sichtbar ist. Weil da kommen ja überall V Quadrat durch C Quadrat oder gar V durch C Quadrat vor, nicht? Also, das,
da müssen wir schon andere Geschwindigkeiten ins Auge fassen. Also Geschwindigkeiten von der Größenordnung der Lichtgeschwindigkeit. Also machen wir wieder einmal so ein XT-Diagramm, wie wir es da haben, für die Lorentz-Transformation ausgelegt. X und T. Und die Koordinaten seien also so, das T wird angegeben in Sekunden nach wie vor und das X geben wir an in Einheiten von 10 der 8. Metern. Wobei man gleich weiß, 3 mal 10 der 8. Meter pro Sekunde ist die Lichtgeschwindigkeit. Also, dann machen wir da sowas wie 1, 2, 3 und da machen wir entsprechend 3, 6, 9. So skalieren wir unsere Achsen. 3 mal 10 der 8. Meter, 6 mal 10 der 8. Meter, 9 mal 10 der 8. Meter. Kann ja uns niemand verbieten, dass wir unsere Achse so skalieren. Und die T-Achse 1, 2, 3 Sekunden, so wie da auch. Und jetzt, also für einen Zugsfahrplan wird sich das nicht besonders gut eignen. Aber man kann zum Beispiel sich jetzt überlegen, wie wird denn die Weltlinie eines sich ausbreitenden Lichtsignals in diesem Diagramm ausschauen? Wie weit kommt ein Lichtsignal in einer Sekunde? 3 mal 10 der 8. Meter. Nicht? Weil die Lichtgeschwindigkeit ist 3 mal 10 der 8. Meter pro Sekunde. Also in einer Sekunde, das sind ganz einfache Überlegungen, kommt das Lichtsignal 3 mal 10 der 8. Meter weit. Also in einer Sekunde kommt es so weit. In 2 Sekunden kommt es also dann 2 mal 3, also 6. Und in 3 Sekunden dann 9 mal 10 der 8. Meter pro Sekunde. Und das ist die Weltlinie, besonders gut ist das da nicht, die Weltlinie eines Lichtsignals. Also ist ein schneller Zug. Normalerweise werden die Züge viel langsamer sein. Die brauchen also dann längere Zeit, um diese Distanz zurückzulegen. Die richtigen Züge, die werden da oben irgendwo da herumgrundeln. Ne? Na logisch, klar. Und wenn der Zug überhaupt steht, dann bedeutet das, er bleibt im Ursprung stehen und geht einfach nur so senkrecht hinauf. Logisch. Wiederum. Ganz gleiche Sache, die T-Achse. Ja. Das ist die Achse, wo x gleich 0 ist. Er hat also die Gleichung x gleich 0. Die Weltlinie des Koordinatenursprungs. Die T-Achse. Da ist x gleich 0, das ist die T-Achse. Und die X-Achse, na das ist natürlich die Achse, wo T gleich 0 ist. Da bleibt T gleich 0 und das ist hier die X-Achse. Das sind also wiederum die zum Zeitpunkt T gleich 0 gleichzeitigen Ereignisse. Ich habe mir das da jetzt aufgespart, das da wieder aufzuschreiben, aber es bleibt wie es ist. T hat die Gleichung x gleich 0, x hat die Gleichung t gleich 0. Das ist ja einfach nur Umgang mit einfachen Koordinatensystemen. Nicht? Sehen Sie das? Ja? Naja, und auch jetzt wieder wollen wir also, so wie wir das da gemacht haben, transformieren. Auf bewegtes Bezugssystem.
Also wollen wir uns als erstes wieder die T-Strich-Achse anschauen. Wie wird die jetzt ausschauen? Na, klarerweise ist das die Achse x' gleich 0. So wie die T-Achse die Achse ist, wo x gleich 0 ist, so ist die T-Strich-Achse die, wo x' gleich 0 ist. Ja klar, das ist I' hat ja dieselben Rechte wie das System I. Und daraus ergibt sich aber, jetzt haben wir ja da Bezug genommen auf die Galilei-Transformation, jetzt aber nehmen wir uns die Lorentz-Transformation her, die hier steht. X' gleich 0. Na, was bedeutet das? Wie Sie sehen, gar nichts anderes. Weil x' ist wieder dann gleich 0, wenn x gleich v mal t ist oder t gleich x durch v. Also t gleich 1 durch v mal x. Nichts Neues. Genau die gleiche Sache. Es wird schon langsam enttäuschend. Es tut sich eh gar nichts Neues. Ja, aber schauen wir uns doch auch die x'-Achse an. Na, so wie die x-Achse dem t gleich 0 entspricht, entspricht die x-Achse dem t' gleich 0. Naja, dem t' gleich 0. Jetzt, Gott sei Dank, dass wenigstens irgendwo was tut, jetzt ergibt sich ein Unterschied. Und das ist ja das, worauf ich auch gestern schon hingewiesen habe, der Term hier, das ist eigentlich abgesehen von dem Faktor k da, auch wichtig, aber der Term ist also eigentlich das, was qualitativ am meisten ins Auge springt. Dass da jetzt bei der Zeit da was dazukommt. Und das bedeutet jetzt natürlich auch eine Änderung. Warten Sie, sehen da vielleicht zu schlecht. Das ist ein bisschen besser hier sehen. Wenn also t' gleich 0 ist, dann sehen Sie, da kommt heraus, t ist gleich v durch c Quadrat mal x. Also t kommt sofort so heraus, t ist gleich v durch c Quadrat mal x. Während dort war es einfach 0. Naja, wenn natürlich das v 0,5 Meter pro Sekunde ist, dann ist dieses v durch c Quadrat so gar nichts, dass es also praktisch eh 0 ist. Und es stimmt eh alles. Aber jetzt natürlich, damit die Geschichte sich auszahlt, betrachten wir natürlich höhere Geschwindigkeiten, weil dann erst treten ja diese Sonderlichkeiten der Relativitätsmechanik in Erscheinung. Und daher werden wir das jetzt nicht einfach wegstreichen als vernachlässigbar, nicht? Sondern das müssen wir da natürlich jetzt stehen lassen. Also, das t ist v durch c Quadrat mal x. Und jetzt wollen wir das auch entsprechend wie da. Sie sehen schon, ich versuche das wirklich ganz gleichartig wie hier aufzuziehen, dass Sie nicht das Gefühl kriegen, ich tue da jetzt groß was anders. Ich tue eigentlich genau dasselbe. Ich habe nur jetzt natürlich, weil wir uns jetzt ja auf die Lorentz-Transformation beziehen, die Lorentz-Transformation hergenommen, um das da auszurechnen und nicht die Galilei-Transformation. Sonst kein Unterschied. Also zeichnen wir das wieder so auf. Da haben wir t, da haben wir x und tun wir wieder skalieren, das t ist in Sekunden, das x ist in 10 hoch 8 Meter, also schon eine recht große Achse, das geht schon über Wien, Linz, Salzburg wesentlich hinaus natürlich, nicht, was wir uns da jetzt aufzeichnen. Ja, weil das Licht natürlich und alles, was sehr schnell unterwegs ist, auch im Rahmen von Sekunden schon weit ist. Nicht? Nach einer halben Sekunde ist man schon beim Mond. Also müssen das jetzt Distanzen sein, die dem entsprechen. Aber das spielt uns ja als Physiker keine Rolle. Wir sind ja gewöhnt, mit großen Größenordnungen umzugehen. Also, was kriegen wir hier? Da machen wir wieder 1, 2, 3, 3, 6, 9. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wo ist jetzt die T-Strich-Achse einzutragen, wo ist die X-Strich-Achse einzutragen. Schauen wir uns
Schauen wir einmal die T-Achse an. Die T-Achse, da ist also T gleich V durch C Quadrat mal X. Da wählen wir wieder ein Beispiel. Und zwar das V, das wählen wir jetzt nicht 0,5 Meter pro Sekunde, sondern 10 der 8. Meter pro Sekunde. Das ist schon beachtlich, nicht? 10 der 8. Meter pro Sekunde. Na, Drittel Lichtgeschwindigkeit, das Licht hat 3 mal 10 der 8. Meter pro Sekunde. Also, naja, immerhin, man braucht schon ganz eine schöne Zeit, wenn man die Geschwindigkeit hat, um von der Erde zur Sonne zu kommen, zum Beispiel. Eine Viertelstunde, fast eine halbe Stunde. Also, das ist nicht so out of this world. Das sind halt ein bisschen andere Größenordnungen als Wien, Linz, Salzburg. Aber, naja, gut, wir haben ja auch eine andere generelle Situation hier. Also schauen wir das an. T ist 1 durch V mal X. Na, dann schauen wir das zum Beispiel an, wie das ausschaut, wenn wir das T gleich 3 mal 10 der 8. wählen. Was kriegen wir dann für ein 3, wenn wir T gleich 3 wählen? Wie schreibe ich das? Wie mache ich das für Sie jetzt am besten? Das x, so wie machen wir das? Das x wählen wir 3 mal 10 der 8, da hier, und dann schauen wir, was wir für ein t kriegen. X ist, das machen wir als Nebenrechnung. X ist gleich 3 mal 10 der 8. Meter, dann ergibt sich ein t entsprechend dieser Gleichung, gleich 1 durch V, das ist 10 der minus 8, das schreiben wir also 1 durch 10 der 8, mal X, mal 3 mal 10 der 8. Na, da fallen die 10 der 8 weg und es kommt heraus 3 Sekunden. Also, bei einem x von 3 mal 10 der 8, das ist hier, 3 mal 10 der 8, kriegen wir ein t von 3 Sekunden. Und hier haben wir die neue t-Achse. Das ist die t-Achse. Die kippt. Aber das wird Sie ja gar nicht weiter irritieren. Denn das haben wir schon bei der klassischen Physik gesehen. Die T-Achse muss kippen, wenn sich das System halt bewegt. Da kippt sie jetzt irgendwie so auch nicht viel anders als dort, weil wir die Maßstäbe anders skaliert haben. Hätte man die Skalierung beibehalten, dann täten sie gar nichts merken. Und das ging ja da oben rauf. Ne? Nein, falsch. Umgekehrt, die liegt schon ganz herunten. Weil das ist ja ein riesig großer Maßstab, das ging ja weiß Gott wohin weg, da mit den 3 mal 10 der 8 Metern. Das heißt, die liegt schon ganz herunten. So wie wir vorhin auch gesagt haben, wenn die Geschwindigkeit immer größer wird, dann bei der T-Achse wird ja das dann immer kleiner, das T wird immer winziger, das liegt immer flacher, je schneller das andere System unterwegs ist. Ja? Aber indem wir da die Skalierung anders wählen, liegt das halt so. Ja? Ich lasse es noch finster. Na, jetzt schauen wir aber an, was ist mit der X-Achse. Die X-Achse ist die, wo T gleich V durch C Quadrat mal X ist. Wir bleiben natürlich weiterhin bei dieser Geschwindigkeit. V ist 3 mal 10 der 8 Meter pro Sekunde und betrachten jetzt X ist 9 mal 10 der 8. X ist gleich 9 mal 10 der 8. Meter. Also das ist hier 9 mal 10 der 8. Meter. Und jetzt schauen wir, wo liegt das zugehörige T, damit wir die T-Achse einzeichnen können. Das T ist gleich V durch C Quadrat. V ist 10 der 8. C Quadrat,
Na, C ist 3 mal 10 der 8, C Quadrat ist 9 mal 10 der 16. Mal x. Und x haben wir gewählt hier 9 mal 10 der 8. Na, da haben wir 10 der 8 und 10 der 8 ist 10 der 16. Fällt gegen das 10 der 16. weg. Der 9er fällt gegen den 9er weg. Das ist eine Sekunde. Das heißt, hier sind wir bei einer Sekunde. Und das ist die x-Achse. Na, das ist aber jetzt was. Siehe da, jetzt kippt auch die x-Achse und wird zu einer x-Achse. Was soll das bedeuten? Natürlich ist es dann so, dass Sie dann wieder ein Parallelkoordinatensystem haben, wo da die einzelnen Koordinatenlinien halt so mit einem geradlinigen Netz, aber halt so ein bisschen nicht mal rechtwinkelig, sondern parallel zueinander hier verläuft. Wir haben das in gleicher Weise erhalten wie vorhin, aber benutzt, dass eben T' nicht mehr gleich T ist. Was hat das zu besagen, bitte? Naja, wenn V gleich C ist, das heißt, wenn also das System I' mit C sich gegen X bewegt, dann klappen diese beiden Achsen auf die Weltlinie des Lichtsignals zusammen. Und man hat dann gar kein wirklich vernünftiges Bezugssystem mehr. Aber wollen wir das jetzt nicht gleich so weit treiben, sondern versuchen wir erst einmal anzuschauen, was denn das jetzt eigentlich für eine Auswirkung hat. Was kriegt man denn dann hier? Zum Beispiel, wenn wir also da ein Ereignis E betrachten und dann betrachten wir zum Beispiel hier wieder, so wie dort, das Ereignis E-Schlange, dann sind diese beiden Ereignisse beide zur Zeit t gleich 0 im System I. Die sind gleichzeitig im System I. Aber im System I', das da rot eingezeichnet ist, ist das Ereignis E noch vor dem Ereignis I'. Weil da geht ja, wenn man da jetzt so die Koordinaten parallel so herüberlegt, kommt man da zu einer negativen Zeit. Also während die Ereignisse E und E Stern im System I gleichzeitig sind, sind sie im System I Strich nicht gleichzeitig. Ja, das ist es ja eben, was wir jetzt schon mehrfach festgestellt haben, dass die Gleichzeitigkeit nur auf ein bestimmtes Inertialsystem bezogen ist und bei unterschiedlichen Inertialsystemen sind dann dieselben Ereignisse an verschiedenen Orten auch nicht mehr gleichzeitig. Ne? Also das kommt hier deutlich heraus. Sie können dann zum Beispiel dann ein Ereignis wählen, das da heroben liegt. Zum Beispiel, legen wir es einmal, wo soll ich es hinlegen? Da herauf, ein Ereignis Z. Dieses Ereignis, das kann man jetzt in Bezug setzen zu dem Lichtsignal. Tragen wir das hier eingezeichnete Lichtsignal noch einmal auf. Dann sehen Sie, das hier ist die Weltlinie des Lichtsignals. Und dieses Lichtsignal breitet sich jetzt natürlich in dem System XT eben mit Lichtgeschwindigkeit aus, so wie wir es hier gemacht haben, gezeigt haben. Aber auch in dem System X' und T' breitet sich dieses Lichtsignal mit Lichtgeschwindigkeit aus, weil es nach wie vor symmetrisch zu diesen beiden Achsen liegt. Und man hat ja dann da
wieder ein Parallelkoordinatensystem, wo das wieder dann durch die Mitte hindurchgeht. Also dieses Hinaufkippen der X-Achse hat einerseits zur Folge, dass die Gleichzeitigkeit jetzt nur mehr auf ein bestimmtes Bezugssystem sich bezieht. Und das ist ja auch hier bei E und E Stern zu sehen. Und andererseits, dass das Lichtsignal sich auch in Bezug auf dieses rot gezeichnete System I' wieder mit Lichtsignal, mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten wird. Weil es nach wie vor symmetrisch zu diesen beiden Achsen bleibt. Und im Sinn dessen, was der eine Kollege, jetzt ist er mir scheint weggegangen, ja, der da sitzt, gesagt hat, man könnte natürlich auch die beiden Roten nach außen ziehen, dann täten die Weißen weiter nach außen wandern. Das würde gar nichts ändern. Das sind lauter Parallelkoordinatensysteme. Egal, ob das jetzt ein rechter Winkel ist oder ein anderer Winkel. Es geht um Parallelkoordinatensysteme. Und Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit bedeutet in dieser Skalierung jeweils immer nur symmetrisch und in der gleichen Winkel zwischen den Achsen hinauf. Und so ein Ereignis Z ist also ein Ereignis, das man also von E aus durchaus erreichen kann, weil es oberhalb des Lichtsignals liegt, sich also langsamer als das Licht, man dorthin kommt. Hingegen, wenn Sie ein Ereignis betrachten, das zum Beispiel hier liegt, Ereignis G, dann ist dieses Ereignis, das ist die Zukunft. Da sehen Sie, dass man also in der Zeit weiterläuft und die bleibt immer zukünftig. Hingegen dieses Gegenwartsereignis, das ist zwar hinter dem Ereignis E für das System I, aber vor dem Ereignis E für das System I'. Das heißt, Sie können durch Wahl des Bezugssystems bewirken, dass diese beiden Ereignisse entweder das eine nach dem anderen oder das eine vor dem anderen ist. Und nachdem wir natürlich Kausalität beibehalten worden wollen, dass nie ein Ereignis, das vor einem anderen ist, von dem anderen beeinflusst werden kann, kann man also auch nicht sagen, dass das zukünftig ist, sondern dass alles muss in der Gegenwart liegen. Und Sie können, wenn Sie dieses System I' immer schneller machen, so wie der eine Kollege schon gesagt hat, dann klappt es immer mehr zusammen. Jedes Ereignis, was da unten hier sich befindet, ein anderes Gegenwartsereignis, ist zwar einerseits zukünftig, zum Beispiel jetzt bezüglich des Systems I, weil die Zeit später ist, auch noch zukünftig zum System I', weil auch die Zeit später ist. Wenn man das aber weiter zusammenklappen lässt und ein noch schneller bewegtes Bezugssystem I2', sagen wir, wählt, wo die dann noch mehr zusammenklappen, dann kommt es doch wieder dazu, dass dieses Ereignis G vor dem Ereignis E ist. Daher kann das nicht in der Zukunft liegen. In der Zukunft liegt nur alles, was oberhalb dieses Lichtsignals hier sich befindet. Weil dorthin kann die X-Achse dann nie hinaufkommen. Die bleibt unterhalb des Lichtsignals. Wenn man die Geschwindigkeiten immer größer wählt, dann sehen Sie, dass das so ist. Und wenn es also 3 × 10⁸ wählen würden, dann liegen sie wirklich auf dem Lichtsignal drauf und damit ist Ende der Durchsage. Dann haben sie gar kein vernünftiges Koordinatensystem mehr, weil dann ja die beiden Achsen zusammenfallen. Also wesentlich, und was Sie sich hier merken können, ist, es kippt jetzt in gleichartiger Weise nicht nur die T-Achse, die muss das schon klassisch tun, sondern auch die X-Achse. Also irgendwie ist es eine, sagen wir, befriedigendere Art und Weise des Verhaltens, weil das symmetrisch verläuft. Raum und Zeit haben ähnliche strukturelle Eigenschaften. Und
die Folgerung daraus, dass das beides gibt, ist erstens, dass die Gleichzeitigkeit nicht universell ist. Ereignisse E und E-Stern, die in I gleichzeitig sind, sind das in I-Strich nicht. Und andererseits, wegen dieses symmetrischen Verhaltens, wird sichergestellt, dass ein Lichtsignal, das sich im System I mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, sich auch im System I' mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Also das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, wird dadurch Rechnung getragen, dass sich das symmetrisch verändert, aber die Konsequenz ist eben, dass die Gleichzeitigkeit nicht mehr universell sein kann, weil diese Achse der gleichzeitigen Ereignisse sich verschiebt. Sie sehen hier geometrisch das, was wir in den vergangenen paar Stunden so physikalisch anschaulich uns auch überlegt hatten. Also das hier ist, was man über diese Raumzeitdiagramme sagen kann, und Sie sehen, sie unterscheiden sich schon davon, was wir also in der klassischen Anschauung erwartet haben. Aber ich finde also, es ist eigentlich eine übersichtlichere und klarere Darstellung. Schön wäre es natürlich, wenn wir das jetzt für vier Dimensionen, alle drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension machen könnten, können wir nicht. Aber wir können immerhin ein solches XYT-Diagramm noch aufzeichnen. Dreidimensional, X, Y und T. Also nicht nur X und T, sondern auch Y. Und da ist es dann so, immerhin etwas, dass wir schon das Lichtsignal jetzt als einen Kegel auftragen können. Das entspricht also jetzt in der XY-Darstellung einem sich ausbreitenden Kreis, wo das Lichtsignal sich ausbreitet, mit fortschreitender Zeit. Und hier wieder entsprechend zu dem Gegenwart und Zukunft ist es so, dass also innerhalb des Lichtkegels hier oben die Zukunft dieses Ursprungsereignisses Eheb sich befindet. Natürlich unten drunter die Vergangenheit, da können Weltlinien noch hineintreffen, aber der ganze andere große Bereich außerhalb dieses sogenannten Lichtkegels, das ist alles die Gegenwart. Also die Gegenwart ist nicht nur eine bestimmte definierte Situation, sondern es gibt einen weiten Bereich innerhalb der Raumzeit, den man als Gegenwart zu diesem Ereignis im Ursprung hier ansehen kann, weil man immer durch entsprechende Transformation erreichen kann, dass etwa ein Punkt, der scheinbar da zukünftig ist, etwa da heroben, so etwas da, scheint zukünftig zu sein gegenüber dieser Achse zu einer späteren Zeit. Gehen Sie aber zu einem anderen Bezugssystem, dann können Sie immer erreichen, dass das dann auch hinten geblieben ist und daher dadurch in einem anderen Bezugssystem als vergangen erscheint. Und deswegen können alle diese Ereignisse in dieser Gegenwart mit diesem Ereignis E nicht wechselwirken. Denn ansonsten könnte man durch Transformation auf ein bewegtes Bezugssystem erreichen, dass man in die Vergangenheit wechselwirkt. Dann bringt man seine eigene Großmutter um und woher kommt man dann? Also das kann nicht sein. Frage der Kausalität ist nach wie vor eine ganz entscheidende Frage, ohne die wir in der Physik nicht auskommen können. Naja, und jetzt in den letzten paar Minuten dieser Vorlesung möchte ich Ihnen noch anhand dieser Lorentz-Transformation die Addition von Geschwindigkeiten nahebringen.
Jetzt, wo wir die Lorentz-Transformation haben, ist das eine relativ einfache Sache. B-Raum-Zeitdiagramme. Was ist dann? Ja, jetzt machen wir noch C, die Geschwindigkeitsaddition. Dann nehmen uns wir wieder das Bild her eines Eisenbahnzuges, der gerade durch eine Station durchfährt, wo er nicht stehen bleibt. Da steht also der Bahnhofsvorstand am Gleiskörper, also am Bahnsteig, nicht am Gleiskörper, sonst wird er ja niedergeführt. Im System des Gleiskörpers beobachtet den Zug, der da durchfährt, und in dem Zug geht gerade der Schaffner durch, nicht wahr? Und von einem Waggon zum nächsten. Und dann erhebt sich die Frage, wie schnell bewegt sich der Schaffner relativ zu dem Gleiskörper. Na, und da ist doch eh klar, dass die Summe der Zugsgeschwindigkeit relativ zum Gleiskörper plus der Geschwindigkeit des Schaffners relativ zum Zug ist. Das ist dann die Gesamtgeschwindigkeit des Schaffners relativ zum Gleiskörper. Niemand wird daran zweifeln. Schauen wir uns das an, wie das ausschaut. Das ist die klassische Erwartung. Und was wir also jetzt machen ist, wir nehmen also an, wir haben einmal das System des Zuges, des Gleiskörpers. Das habe X, Y, Z und T. Das System des Zuges. Das System des Zuges, das ist das System X', I', X', Y', Z' und T'. Und jetzt kommt es also auf den Schaffner an. Der Zug bewegt sich mit Geschwindigkeit U. Geschwindigkeit U relativ zu Gleiskörper. Und jetzt betrachten wir einen Schaffner. Und dieser Schaffner bewegt sich mit Geschwindigkeit V relativ zum Zug. Ich glaube, das verstehen Sie. Dann wird U plus V die Geschwindigkeit des Schaffners relativ zum Gleiskörper sein. Also worüber reden wir eigentlich? Und jetzt schauen wir uns diese Geschichte relativistisch an. Das heißt, wir betrachten die Lorentz-Transformation. Naja, die haben wir da noch liegen. Nein, jetzt nicht, aber ich gebe sie noch einmal her. Bei dieser Lorentz-Transformation haben wir hier die Zusammenhänge stehen und wir schreiben uns jetzt insbesondere die Zusammenhänge entsprechend der rechten Darstellung auf. X dargestellt durch X'. Naja. Damit können wir also die Geschwindigkeit des Schaffners relativ zum Zug einmal gleich aufschreiben. Geschwindigkeit des Schaffners relativ zum Zug. Na, die ist ja, wie wir gesagt haben, V. Also es ist V gleich X' durch T'. Denn X' und T' sind also die Koordinaten im Zug. Und wenn sich der Schaffner mit V da relativ zum Zug da so durchbewegt, wenn er von einem Abteil da zum nächsten fortschreitet, dann ist dieses V gleich X' durch T'. Das sind die Koordinaten im Zug. Ja? Naja. Und jetzt brauchen wir uns nur anschauen, wie groß wird denn jetzt die Geschwindigkeit des Schaffners relativ zum Gleiskörper sein. Es ist gerade erschreckend einfach, geradezu. Geschwindigkeit des Schaffners relativ zum Gleiskörper.
das nennen wir W. Und Sie würden erwarten, W ist U plus V. U ist die Geschwindigkeit des Zuges, V ist die Geschwindigkeit des Schaffners, daher U plus V, die Geschwindigkeit relativ zum Gleiskörper. Na, schauen wir, was wirklich rauskommt. Das W, das ist natürlich jetzt nichts anderes als X durch T. Denn das ist ja aus der Sicht des Gleiskörpers. Das hat ja X, Y, Z und T. Nun, dann nehmen wir jetzt das, was da oben steht. X und T. Also, was kriegen wir da hier? Da kriegen wir jetzt einfach heraus. K mal X' plus U mal T'. U, haben wir ja jetzt gesagt, ist die Geschwindigkeit des Zuges relativ zum Gleiskörper. Der Zug hat die Geschwindigkeit U relativ zum Gleiskörper. Da haben wir es V genannt, da haben wir jetzt mit V die Geschwindigkeit des Schaffners. Also das ist halt ein bisschen eine andere Bezeichnung, das macht ja nichts. Also haben wir K mal X' plus U mal T'. Und das T, das ist K mal, und da steht jetzt T' plus V durch, plus U durch C Quadrat mal X'. So schaut das aus. Naja, und da wollen wir einmal durch T' oben und unten durchdividieren. Wenn wir da durch T' oben und unten durchdividieren, also kürzen. Also wir können einmal durch K kürzen. Und jetzt kürzen wir den Bruch durch T'. Dann kriegen wir da X' durch T' plus U. T' durch T'. Und im Nenner natürlich auch. T' durch T' ist 1 plus, und da haben wir jetzt U durch C Quadrat mal X' durch T'. Ist das verständlich, was ich da gemacht habe? Keinen Fehler gemacht, hoffentlich. Nur, also durch K gekürzt und dann Zähler und Nenner durch T' durchgekürzt. Also durchdividiert. X' durch T' plus U, T' durch T', dann T' durch T' ist 1 plus U durch C Quadrat mal X' durch T'. Sehen Sie? Das ist doch ganz leicht. Und was kriegen wir also? Das X' durch T' ist V. Das ist die Geschwindigkeit des Schaffners relativ zu dem System mit den Stricheln, also relativ zum Zug. Also haben wir da U plus V durch 1 plus, und da haben wir jetzt da wieder V. U mal V durch C Quadrat. So schnell geht das. So einfach ist das. Wenn man einmal die Lorentz-Transformation hat. Und schauen Sie an, es kommt was anderes heraus. Es kommt nicht U plus V heraus. U plus V kommt zwar vor, aber im Nenner steht noch 1 plus UV durch C Quadrat. Na, wenn jetzt der Zug wahnsinnig langsam ist gegen das Licht, was die Züge ja üblicherweise sind, und der Schaffner erst recht langsam ist relativ zum Licht, na, dann ist U mal V durch C Quadrat, vergessen wir doch. Und dann steht W ist gleich U plus V durch 1. Ja, das was wir eh wissen. Aber wenn also jetzt U plus U und V groß sind, also schon in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit, dann sieht man daraus, dass man aufpassen muss. Und Extremfall möchte ich gleich aufschreiben und dann sind wir für heute eh fertig. Angenommen, U ist gleich C und V ist gleich C. Ein sehr schneller Zug und ein sehr schneller Schaffner. Der kassiert irrsinnig schnell, nicht? Müsst ihr vorstellen, nicht? Von einem Abteil zum nächsten und das alles mit Lichtgeschwindigkeit. Na, was kommt dann raus?
Wie groß ist dann W? Sollte man doch meinen, der Zug ist mit Lichtgeschwindigkeit, schafft man es mit Lichtgeschwindigkeit. Wenn jetzt da der am Bahnsteig sitzt und da schaut, muss er schnell schauen, nicht? Dann sieht er, dass der Schaffner mit doppelter Lichtgeschwindigkeit. Und denkt sich, jetzt ist ja alles falsch, weil die ganze Zeit erzählt er uns, schneller als Licht geht nichts und was ist jetzt? Na schauen wir. Das W ist gleich U plus V, das ist 2C, C plus C. Und was steht unten? 1 plus U mal V ist C mal C durch C Quadrat, ist C Quadrat durch C Quadrat. Das ist 1 und 1 ist 2, 2C halbe. Aha, es ist wieder nicht mehr als C. Es kommt nicht mehr als C heraus. Und wenn Sie das ein bisschen weniger, wenn Sie dann nur zum 9/10 mal C hersetzen, das probieren Sie selber aus. Dann kommen Sie drauf, es bleibt wieder ein bisschen unter der Lichtgeschwindigkeit. Und man sieht wieder ein weiteres Argument dafür, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht überschritten wird, weil man kann das also alles ruhig übereinander lagern, es wird nie mehr. C ist wiederum die Grenzgeschwindigkeit. Also die Geschwindigkeit des Schaffners zum Gleiskörper ist kleiner als die Summe von U und V, weil da steht 1 plus irgendwas da unten drin. Sehen Sie das? Und damit ist das auch wieder in guter Übereinstimmung damit, dass C die Grenzgeschwindigkeit ist. Jetzt aber, meine Damen und Herren, jetzt natürlich ist die Frage, wie kann denn das sein? Es muss doch möglich sein, wenn man einen Körper noch und noch und noch und immer weiter mit einer gewissen Kraft beschleunigt, dass der dann irgendwann einmal schneller wird als das Licht. Wieso soll er das nicht werden? Naja, eine Antwort darauf kann darin liegen, dass er sich wehrt, dass er immer träger wird, dass er dann nicht mehr weiter sich beschleunigen lassen will. Und darüber sprechen wir dann am Montag. Und das schließt dann auch diese Diskussion, diese kurze Diskussion der Relativitätsmechanik ab. Und ich hoffe dann, dass Sie einigermaßen einen vernünftigen, hauptsächlich begrifflichen, aber auch ein bisschen formalen Überblick über die Relativitätsmechanik erhalten haben. Danke.